Hier spricht wieder Ustra und ihr seid zurück zu einer weiteren Folge Grandia 2. So, das haben wir doch schon mal abgehakt, das Intro. Und wir sind irgendwie dabei, hier in die Höhle der Moormonster zu gehen. So, das war auf jeden Fall gescriptet. Und wir müssen hier noch ein paar dieser netten, freundlichen... Moment mal, nee, wir machen das besser nicht. Wir machen lieber das andere freundliche. Wegsäppen. Wie beim uninteressanten Fernsehen. So, dann lauf du mal da rüber, Rohan. Die beiden werden jetzt sowieso abgegrillt. Hoffe ich. Der Melania wirbelt immer noch irgendwie der Propeller da oben rumwandelt. So genau weiß ich noch nicht, was das auf sich hat, aber ich hoffe, das werden wir entweder nie oder bald rausfinden. Ach, das war schon ganz gut. So, dem jungen Mann habe ich die Schocktherapie verpasst. Du hast nichts getroffen. Und was machst du da? Du würgst dir da einen zurecht. Okay, erstmal wieder pennen. Okay. Der ist von seinem Grillabenteuer zurück. Das heißt, wir können noch einmal das Grillabenteuer starten. Und Rohan darf den goldenen Hammer werfen. Während Ryudo wieder eine kleine Auszeit macht, das ist ja wohl genehmigt. Ding. Er wirft den goldenen Hammer eigentlich einfach weg eigentlich? Keine Rücksicht auf Verluste? Genau. Gucken, aber nicht anfassen. So, die beiden müssten jetzt aber schon mal das Weiche suchen. Jawohl. Und jetzt können wir uns gleich mit diesem Schluff wieder... Der läuft so wie ich, der ist Monster. Ich habe auch so einen krummen Rücken noch. Ist ja widerlich. Aber er kann auf jeden Fall mit seinem kleinen Skalpell da umgehen. Muss man ja mal sagen. Ich glaube, Ryudo ist wieder aufgemacht. Sehr gut. Es gibt doch noch Hoffnung für den jungen Mann. Mal gucken, was er sagt, wenn wir die Richtung. Yeah, thumbs up. Wir wollen den Kampf. Okay, wenn wir jetzt schon mal gerade wieder ein paar Punkte gekriegt haben, können wir uns mal eben überlegen, ob wir diese Punkte nicht auch gleich benutzen, um zum Beispiel den, okay, den Heal Crush zu lernen. Das hört sich auf jeden Fall wichtig an. Burn Zap, Attack with Tornado Energy. Okay, das ist vielleicht... Attack with Tornado Energy. Okay, das ist also der Hole. Den müssen wir nicht lernen. Den haben wir schon gelernt. Aber eventuell können wir, weil ich ein großer Fan davon bin, das Zap ein bisschen verbessern. Und das... Heilen kann auch das Chaos Egg. Okay, sehr mysteriös, was da manchmal passiert. Ich denke, ich kann das Wasserlevel zurückholen. Ich weiß zwar nicht genau, wie das alles funktioniert mit dem Wasser. Ich habe eigentlich immer gedacht, das mit dem Wasser funktioniert leicht anders, aber... Wird schon gut gehen. Alle zusammen jetzt. Nein, Ryudo macht's alleine. Warum auch nicht? Wir haben gelernt, wenn man kann, heilen, speichern, weil in Höhlen gibt es meistens sowas wie Bosse. Und die werden ja vom Spielprinzip hier nicht unbedingt anders verfahren als bei dem ersten Teil. Und ein mit Fackeln ausgesteckter Weg heißt meistens auch, dass es irgendwie was Wichtiges ist. Durham Cave, The Deeps. In den Tiefen der Höhlen finden wir Mammutmann, einen Centaur, oder was ist das? Okay, dann können wir uns erstmal mit der neuen Attacke beschäftigen, die wir gelernt haben. Durham Minotaur, also es ist wirklich ein Minotaurus, sehr schön. Tornadohorn versucht er zu bauen. Wir machen mal den Heel Crush, weil ich den unbedingt mal sehen will. Wie man mit High Heels kämpfen kann, ist wohl die interessanteste Frage. Tornadohorn, erstmal ist er dran. Er braucht auf jeden Fall lange. Wow, wie hat er das denn gemacht?
Purple Lightning. Okay. Aha. Geil. Take that. And that. Yeah. Ha. Fett. Hat aber nicht viel Schaden gemacht, so wie bei sich. Das Problem ist, Millenia ist dizzy und wird jetzt alles angreifen, was nicht bei drei auf dem Bäumen ist. Und da habe ich schon so ein bisschen Schiss vor. Deswegen würde ich mal sagen, auch wenn es wieder natürlich ist, werden wir mal eben Millenia befreien von ihrem Fluch. Weil dizzy ist überhaupt nicht gut. This should help. Nein, die sind immer noch dizzy. Egal. Dann werden wir wohl versuchen, erstmal ihre HP wieder zu beleben. Auf wen geht denn der Sleepspawn? Auf Millenia, weil die jetzt noch hell ist? Ja. Jetzt hat sie alles. Schlafen, dizzy. Oh, sie ist wieder voller Leben. Sehr gut. Ich würde mal sagen, wir könnten mal eben weglaufen. Piep! Was ist das schon wieder für Piep im Hintergrund? Irgendwie voll komisch. Ich glaube, das liegt an der Aufnahme. Ich weiß es echt nicht. So, dann können wir uns mit noch mehr Attacken beschäftigen, die wir gelernt haben und noch nicht gesehen haben. Gehen wir mal versuchen, mit dem Golden Hammer Crash umzugehen. Spiral Wind, tear him up! Oh, geil. Macht aber gar keinen Schaden, ne? Von dem anderen so ein bisschen. Lauf! Golden Hammer! Crash! Bam! Naja, Schaden ist was anderes. Aua, warum immer dieses Piepen im Hintergrund? Was soll das denn? Machen wir erstmal ein paar Leute platt. Warum ist Millenia immer noch am Knacken? Nee, da müssen wir normal angreifen. Und jetzt aber geschwind mal, mein Freund. Zack. Chancel-Effekt. Das hört sich doch gut an. Oh nein, das hört sich nicht gut an. Er ist dran. Ich glaube, Rohan wird sich jetzt erstmal ein bisschen hinlegen. Obwohl ich gegen alle Monster gekämpft habe, sind wir immer noch nicht stark genug. Aua. Au! Ist das normal mit dem Ton? Vielleicht schneide ich den raus, ich weiß es noch nicht. Tensei can slash. Hört sich irgendwie nicht normal an. Auf der anderen Seite passiert das immer nur an Stellen, wo ich sagen würde, okay, da passiert irgendwas. Erstmal Heal Attack. Das will ich unbedingt sehen. Egal, ob wir jetzt draufgehen oder nicht. Okay. Oh, mit Zudrücken, wie geil, ey. Was eine miese Frau, ey. Das mag ich doch gleich. Ach, alles Minus. Schön. Diesmal gibt es kein Piepen, wenn er mich haut. Irgendwie. Erstmal alles raushauen, was ich hab. Und alles vernichten an Monster, was noch da ist. Zack, zack. Sehr gut. Reicht aber nicht. Man sieht sehr viel. 300 auch nur. Das reicht auch noch nicht. Okay, ist nicht eingeschlafen, ein Glück. Oh, ich glaube, da passiert gleich irgendwas mit Millenia. Das sieht so aus, als ob hier gleich jemand explodieren würde. Erstmal den Kleinen immer noch versuchen zu vernichten. Oder nicht, aber Sepp könnten wir weiter versuchen. Gut, dass der so weit wegläuft, dass man überhaupt nicht mehr drankommt.
ganz schön heftig, die Kämpfe schon am gleichen Anfang. Weil er ja auch schon wieder irgendwie diese Tornado-Horden vorbereitet. Kann ja nur ins Auge gehen. 700 Schaden, ja, das ist schon ein bisschen was. Schön auch, wie die Zuckungen immer kriegen. Tornado-Horden, diesmal auf Ryugo. Der kriegt ziemlich viel ab, der Junge. Schmeißt er mich einfach hoch, der Sack. Und ich bin auch easy. Scheiße. Und schlafen werde ich vielleicht auch. Vielleicht werde ich auch umfallen. Mal gucken. Nein, schlafen werde ich. Super. Heile ich immer besser. Bevor er sich noch ernsthaft verletzt. Viel Heilung. Ui. Aber die haben sich auch alle jetzt auf den eingespielt und schlagen jetzt alle nur noch auf ihn ein. Ist vielleicht unsere Chance, hier mal was gut zu machen. Oh oh. Da fächert die ganze. Ah, okay, wir dürfen wieder selbst agieren. Oh Gott, wir werden viel brauchen, um ihn zu erledigen. Aber wir haben hier noch Sepp. Solange wir noch Sepp haben, denke ich mal, werden wir hier nicht unbedingt auch. Ne, jetzt zuck doch nicht wieder rum, mein Freund. Das muss doch nicht sein. Deine Spasten kannst du mal anders ausleben. Wie bist du eigentlich in die Höhle gekommen, du fettes Vieh? Wie hast du die ganzen Rätsel gelöst? Und er ist einfach durch Wasser gewartet und durch Eisengitter gelaufen. Und selbst wenn, müssten ja die Eisengitter nicht mehr da sein. Irgendwas hier da fort. Zack. Jetzt kriege ich gleich wieder einen ab, ich sehe das doch. Ja. Leider ja. Nicht gut, nicht gut. Und wieder Dizzy, verdammt. Ja, wir können nichts weitermachen, außer die ganze Zeit jetzt mit Sepp spielen. Damit wir das auch einigermaßen hinkriegen. Ruhig mal ein bisschen Mana verbrauchen. Wird die Frau nicht sauer? Ich glaube, die Frau wird sauer, wenn man sie schlägt. Wenn das schon so rot pulsiert, würde ich mal stark davon ausgehen. Okay, gleich ist es geschafft. Zack. Ach, das war ein Crit, okay. Wo will er hin? 400 Leben noch. Können wir nochmal den Heal Crush machen? Eventuell, wenn er mich lässt. Auf jeden Fall. Beste Attacke ever. Oh, jetzt ist er zum Kopf hoch. Ah, wirklich? Sie kommen wirklich bis zum Kopf hoch. Geil. Alles runter. Keine Chance, keine Verteidigung mehr, keine Angriffskraft mehr. Oh oh. Ach ja, okay. Okay. Frau ist sauer. Aua. Jetzt greift sie alles von jedem an oder was? Und Ryudo ist auch nicht mehr steuerbar. Sehr gut. Dann gehe ich mal besser zur Seite. Okay. Frau rastet aus. Ich sehe schon. Da sollte man sich dann nicht einmischen. Aber wenigstens greift sie nur das Böse ab. Und nicht Ryudo. Das ist doch schon mal was. Da kann man sich nochmal nachschminken nach dem Kampf. Auch wenn man ein bisschen sauer gerade ist. Whirlwind Scroll Adventure Book. Okay. Was auch immer. You acquired a skill book. Use the power up on the field window. Okay. Ja, heul nicht rum. Well, that did a lot of good.
Might as well camp out here. We can wait till he dies for old age. What do we do at this rate? Yep. Huh. Serves you right to be toying with the wings of Wilma. What was that? Who or what are you? Whoops. I said that out loud, didn't I? Never mind. We were sure in trouble there. What would have come of us if you had not? Yeah, yeah. Forget about it. Now go get your medal. Oh, that's right. Such, 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 lauf. Und nochmal die verkohlte Leiche durchsuchen. Perfekt. Zum Glück hat er Taschen dabei in seiner nicht vorhandenen Hose. Außerdem ist es sehr geil beidbeinig, wie er da liegt. It's there, all because of you. Thank you very much. Hang on a second. Did she or did she not just refer herself to herself as the wings of Wilma? Huh? I do not know what you're talking about. Come on, let us hurry back. I feel so bad about making everyone worry. Lollipop Lane, kid. Lollipop Lane. Okay, also wir können jetzt zurück. Wir wissen immer noch nicht, wie dieses Drecksmonster hier gelandet ist. Ist auch egal. So, da geht's nach Back. Skill Equipment. Ah, okay. Da müssen wir gleich mal eben gucken. Was? Books. Adventure Book. Da können wir jetzt Sachen lernen mit Special Coins. 50 bis 800 Maximum HP. 10 bis 50 maximale Kraft. Okay. Okay, wir haben jetzt die Kraft voll ausgebessert. Und jetzt können wir ihm die Kraft geben. Okay, 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 okay. Das lernt sich ziemlich einfach. Ich hoffe, es benutzt sich einfach jetzt Passiveffekte, denke ich mal, sind das. Gut, hätten wir auch Leben gebrauchen können, aber erstmal, denke ich, kann man gut mit Stärke leben. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier wieder bei Grandia 2 und wenn es wieder heißt, hier spricht Ustra. Bis dann!